Ja? Sie ist kaum zu Hause. Sie fährt morgens zur Arbeit, danach zu ihrem Vater. Manchmal kommt sie nachts nicht nach Hause. Die Kinder sind stinksauer, traurig, wie auch immer. Ich habe manchmal auch Lust, sie zu sehen, sei es am Wochenende zumindest für ein paar Stunden. Aber sie ist einfach nicht da. Mhm. Nie. Und sie ist fertig. Sie nimmt ab. Sie kann nicht mehr schlafen. Braucht Schlaftabletten. Was soll ich da machen? Ich sehe das mal an, ich bin hilflos. Und sie hat ihren Job verloren. Das alles nur wegen der Geschichte, wegen ihrem Vater. Geld ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Geld gebrauchten sie. Und ist das möglicherweise der Grund dafür gewesen, dass sie da ihre Einbußen wieder wettmachen wollten, dass sie 4 Tage vor dem beinahe Ableben ihres Schwiegervaters ein Wertgutachten haben erstellen lassen über seinen Oldtimer? Moment. Über meinen alten Maserati? Stimmt das, Frank? Warum hast du das machen lassen? Entschuldigung, jetzt tun Sie doch bitte nicht so erstaunt, das wissen Sie doch ganz genau. Moment mal. Was wollen Sie uns hier unterstellen, Herr Staatsanwalt? Sie wollten natürlich wissen, ob sich das geplante Ableben Ihres Schwiegervaters, respektive Vaters, auch finanziell ein bisschen rentiert. Sagen Sie mal, was kann man da haben Sie Ihren Job schon ein bisschen zu lange gemacht? Kann es sein, dass wir mal wieder ein bisschen Urlaub brauchen? Das was unterstellen Sie uns hier? Fahren Sie mal weg. Herr Lukas. Mord, das kann doch nicht wahr sein. Herr Lukas, wir brauchen jetzt den Staatsanwalt nicht schonen, aber ich meine konkret die Frage, warum haben Sie ihn schätzen lassen? Das ist ganz einfach. Ich wollte sehen, wie viel dieser Maserati noch wert ist, der sowieso seit Jahren nur noch in der Garage steht. Ja? Es ist doch egal. Mich interessiert das zum Schluss nicht. Ich werde dir sagen, warum ich es gemacht habe. Um endlich eine anständige Pflegekraft für dich zu besorgen. Eine Deutsche, nicht eine, die du vergrault hast. Die letzte hat keine Woche bei dir ausgehalten. Aber diese Überlegung haben Sie doch sicherlich mit Ihrer Frau besprochen, oder nicht? Nein, das habe ich nicht. Und ich werde dir noch sagen, warum. Ich wollte dich so lange nicht mit dem Thema konfrontieren, ich nicht sicher gehen konnte, dass es klappt. Und wenn es nur für ein halbes Jahr ist, damit du mal ein bisschen Pause hast. Verstehst du das? Aber du weißt, Papa hätte es sowieso nie zugelassen. Ja, aber ich muss es doch wenigstens versuchen. Ich muss doch wenigstens einen vernünftigen Plan erstellen. Vielleicht hätte es geklappt, vielleicht hätte er ja mit sich reden lassen. Herr Lukas, zurück zu den Sachen, die uns interessieren. Zum Beispiel könnten Sie dem Gericht mal erzählen, was Sie gesehen haben am 3. März 2010 anlässlich des Geburtstags Ihres Schwiegervaters. Ach ja, genau, dein Geburtstag. Das weißt du ja selber auch noch gar nicht, Mensch. Ich habe Günther erwischt. Wir haben in deinem Arbeitszimmer standen, vor dem offenen Tresor. Das kann nicht sein. Oh, hast du eine Ahnung? Wirkte er da irgendwie überrascht oder so? Wie ein kleines Kind, das beim ersten Mal beim Clown erwischt wird. Er war richtig kreidebleich, als er gemerkt hat, dass ich hinter ihm stand. Ja, und konnten Sie erkennen, was Ihr Schwager an dem Safe gemacht hat? Ja, er hat einen Briefumschlag in der Hand. Ich weiß nicht, was drin war, aber ich habe ihn gefragt. Hier, was machst du denn da? Und er hat mich regelrecht angemacht, von wegen, das geht dir einen Scheißdreck an, du Wichser. Und. Dann hat er sich verpfiffen, wie eine Mücke. Ich bin dann auf Klo. Als ich zurückkam, war das Arbeitszimmer offen, Tresor war zu, Günther war weg. Herr Hamann, was bewahren Sie in Ihrem Safe auf? Ja, wichtige Papiere und Unterlagen. Auch Ihr Testament? Ja, selbstverständlich. Könnte vielleicht der Inhalt Ihres Testaments Ihrem Sohn einen Anreiz gegeben haben, darüber nachzudenken, seinen Vater früher dorthin zu bringen, wo man sich den eigentlich nicht vorstellt, sprich ihr Ableben zu fördern? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Bist du blind oder was? Denk doch mal nach. Gerade dein Sohnemann steckt da voll in der Scheiße gerade. Ha? Er wohnt seit Jahren in deiner Einliegerwohnung, kriegt mit seinem Jobs nichts auf die Reihe. Ständige Nachtleben, Partys ohne Ende. Papa hier, Kohle da, Kohle hier. Ja? Und wie ist das mit dieser GmbH-Geschichte? GHB, wie auch immer. Ja? Denk doch mal nach. Wenn einer, dann er. Er weiß, wo das Zeug herkommt, sonst keiner. Ja, aber im Gegensatz und dann schwängert er noch seine neue Steffi, anstatt ihn vorher rauszuziehen, bevor er abgeht. Na super. Im Gegensatz zu Ihrer Frau wurde Günther Hamann weder am Tatort gesehen, noch hat er da, anders als bei seiner Steffi, Spuren hinterlassen. Noch Fragen an den Zeugen. Lukas? Nein, keine weiteren. Wir müssen mal gucken, ob dieser Günther Hamann da ist. Günther Hamann, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz, Herr Lukas. Der aufschlussreich. Danke, bleibt unvereidigt. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich hatte mit Steffi noch ein bisschen was zu klären. Ja, bitte. Dann nehmen Sie Platz. Immerhin schön, dass Sie uns gefunden haben. Eine Erklärung mit Frau oder Freundin ist das eine. Unser Verfahren ist das andere. Unser Verfahren geht vor. Bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, Herr Hamann. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Günther ist Ihr Vorname, Sie sind 41, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin im Import- und Export-Ex, bin ich tätig. Als Bruder der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und schweigen kann man immer dann, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Ich sage aus. Sie sagen aus. Sie leben ja in der Einliegerwohnung unten im Hause Ihres Vaters und waren an diesem 18. März, zwar nicht vormittags, aber nachmittags jedenfalls auch zu Hause. Wann haben Sie mitbekommen, dass Ihr Vater fast gestorben wäre an diesem Tag? Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das relativ spät erst mitbekommen. Eigentlich erst, wo der Notarzt schon vor der Tür stand. Und ich kann auch sehr wenig zu der Geschichte sagen, weil seit dem Tod meiner Mutter war ich eigentlich sehr selten oben.
Das habe ich schon gehört. Begeistert war ich darüber, nicht das zu hören. Warum haben Sie Ihren Vater danach nur noch selten besucht? Gut, das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte einfach einen sehr guten Draht zu meiner Mutter. Das war irgendwas ganz Spezielles. Und ja, von diesem Draht kann ich zu meinem Vater leider nicht reden. Was ist das denn für ein blöder Grund, Günther? Ich habe auch weder zu Mama noch zu Papa einen Draht gehabt. Aber ich wusste zu schätzen, was sie für mich getan haben. Und du bist gerade der Einzige, der vielleicht gerade auf Papa zu schätzen wissen müsste, was Papa für dich getan hat. Nee, ist klar. Warum sind Sie denn nach dem Geburtstag am 3. März 2010 auf einmal plötzlich völlig in der Versenkung geschwunden? Was haben Sie denn gemacht, gesehen? Gab es einen bestimmten Grund dafür? Ja, ich habe da auf die Pflegescheiße da keinen Bock. Da gibt es Fachpersonal für, ganz einfach. So, wenn der feine Herr das nicht haben will, wir hatten schon eine da, die wollte er ja nicht haben, nur weil der Kerl pfeift, dann müssen alle springen. Meine Mutter hat sie ins Grab gebracht. Und meine Schwester ist darin, dafür zur Mörderin geworden. Ich habe nichts gemacht. Und wir beide, Günther. Wir wissen ganz genau, woran deine Mutter tatsächlich gestorben ist. Das wissen wir. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie sagten doch, ihre Frau sei ganz plötzlich an einem Hirnschlag verstorben. Ja, das oder ist das nicht so? Ja, das ist sie ja auch, aber es hing mit Günther zusammen. Herr Hamann, Ihr Schwager, der Frank Lukas, hat eben gesagt, er hätte Sie am Geburtstag Ihres Vaters vor dem offenen Safe überrascht. Wonach haben Sie da gesucht? Ich war nicht am Safe, Entschuldigung, aber. Oh. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Alter, halt mal die Fresse. Was geht dich das überhaupt an? Was war in diesem Briefumschlag? Erzähl. Was geht dich das an? Gar nichts. Aha. Halt dich mal schön da raus. Halt dich doch am Safe. Ganz im Gegenteil, meine Frau steht hier vor Gericht. Und ich werde mich nicht raushalten. Nee, verlass dich drauf. Ja, er war doch am Safe. Er hat dich doch gefragt. Jedes Mal muss er sich überall einmischen und keine Ahnung von nichts. Ja, das hat auch einen Grund, mein Freund. Klar, du hast gerade indirekt zugegeben, dass du am Safe warst. Wahrscheinlich wolltest du da nachgucken. Ich weiß sogar noch mehr. Moment. Warum wollte er nachgucken? Der wollte nachgucken, ob ich meine Drohung schon wahr gemacht habe und die aus meinem Testament gestrichen habe. Aha. Ja. Wenn er nicht auf meine Bedingungen eingeht. Aber langsam, Herr Hamann, wie sehen denn diese Bedingungen aus? Ja, am Todestag von Lore stand Steffi auf einmal vor unserer Tür und hat uns mitgeteilt, dass wir Großeltern werden. Und dass Günther die Vaterschaft leugnet. Aber dann scheint er momentan seine Einstellung zur Vaterschaft geändert zu haben. Könnte das was mit einer Drohung zusammenhängen, ihn zu enterben zum Beispiel? Bestimmt. Aber das war nicht meine einzige Forderung. Ich habe nämlich auch von ihm verlangt, dass er Steffi heiratet. Wie bitte? Günther, deswegen gerade der Antrag dieser Lächerliche in der Cafeteria? Nein, du weißt, ich hätte den Antrag nicht gemacht, wenn ich wusste es doch schon vorher mit dem Erbe. Nein, wirklich. Das mir auch noch leidhaft. Das hat sich gerade wirklich zum ersten Mal echt angefühlt. Wirklich, glaub mir. Bitte. Herr Hamann, nehmen Sie bitte wieder hier vorne Platz mit Ihrer Frau oder Verlobten oder wie auch immer, kann es länger dauern. Haben Sie Ihr Testament bereits geändert, Herr Hamann? Nein. Aber jetzt langsam, Herr Hamann. Aber dann wäre es doch gut möglich, dass Ihr Sohn das genau hat überprüfen wollen. Er wollte schauen, ob das Testament noch so ist, dass er bedacht ist. Und als er das dann festgestellt hat, ist er natürlich auf Nummer sicher gegangen und hat dann zwei Wochen später Ihnen das GHB in den Tee reingeschüttet. Ich war seit dem Geburtstag meines Vaters, habe ich keinen Fuß mehr in diese Wohnung gesetzt. So, und er hätte es, wenn, dann auch sofort machen müssen. Innerhalb von zwei Wochen kann ich ein Testament 20 Mal ändern, ohne Probleme. Warum soll er dann zwei Wochen warten, bis er das macht? So, den Schluss reift ja erst einmal. Nächstes Thema. Ich habe ja hier einen Ausdruck mit Daten des Kölner Pflegeheims Alten- und Pflegeheim Rosenberg. Die Diskussion darüber hat ja einen Tag vor dem Anschlag auf Ihren Vater eine große Auseinandersetzung verursacht. Eine Partei war seine Tochter Caroline mit ihrem Vater, andere Partei war ihre Schwester Eva. Und zwar hat die Caroline diesen Ausdruck im Altpapier gefunden. Wissen Sie, wer den in die Tonne geworfen hat? Nee, absolut nicht. Ach Günther, hör doch auf, ich habe die doch auf deinem Schreibtisch gesehen, die Zettel über das Altenheim. Siehst du, Papa, ich habe von Anfang an recht gehabt. Ich habe damit nichts zu tun und du hast mir nicht geglaubt. Herr Hamann, haben Sie sich die Informationen über Pflegeheim ausgedruckt? Wollten Sie Ihren Vater in das Pflegeheim bringen lassen, ihm dort einen Platz besorgen? Nein. Nein, auf keinen Fall. Sondern, was wollten Sie doch? Los, Günther, sag schon. Was ist los? Ja, ich wollte mein leiblichen Vater dort besuchen. Was für ein Vater? Was? Du wolltest Otto kennenlernen? Das läuft mir eigentlich. Woher wusstest du das? Moment mal, seit wann wissen Sie, dass das nicht Ihr leiblicher Vater ist? Was? Nicht lange. Wie haben Sie es erfahren, dass er nicht Ihr leiblicher Vater ist? Von ihm ja augenscheinlich nicht. Ja gut, in der Tat. Ich war auf den Geburtstag meines Vaters bei ihm am Tresor und habe auch nach dem Testament geschaut, aber
In dem Moment ist mir ein alter Liebesbrief meiner Mutter in die Hände gefallen und da stand halt drin, dass sie dir dankbar ist dafür, dass du Ottos Sohn großgezogen hast, so großherzig. Und ihr Leben lang dir dafür dankbar ist. Du warst ja doch am Tresor. Nach einigen Recherchen habe ich dann rausgekriegt, dass es nur ein Ottoberger sein konnte. Und ich habe dann nach ihm gesucht und habe im Pflegeheim Rosenberg halt gefunden. Günther, du hättest das nie erfahren sollen. Vor allen Dingen nicht so. Warum nicht mal ein Wort? Herr Hamann, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie ihn als eheliches Kind von Anfang an betrachtet haben? Er gilt ja da rechtlich als Ihr Sohn. Also, als ich Lore gefragt habe, ob sie mich heiratet, da war sie schon schwanger. Von einem Freund von mir. Der hatte sie sitzen gelassen, nachdem er erfahren hatte, dass sie ein Kind bekommt. Ich habe Lore immer schon geliebt und da war mir das völlig egal, dass sie ein Kind von einem anderen bekommt. Und ich habe dann nur gehofft, dass sie mich eines Tages lieben wird. Und schon bevor Günther auf die Welt kam, gehörte mir ihr Herz. Das heißt, das ist der Hintergrund letztlich, der Drohung, ihn aus dem Testament zu streichen, weil sie befürchtet haben, er würde sich jetzt genauso verhalten und sich aus dem Staub machen wie sein eigener leiblicher Vater damals. Darum ging es ihnen. Das nehme ich an. Ich habe ihn immer behandelt wie einen leiblichen Sohn. Und habe ihn auch praktisch für einen leiblichen Sohn gehalten. Aber die Gene sind eben stärker. Haben Sie jetzt Kontakt zu Ihrem leiblichen Vater aufgenommen? Ja, seit gestern. Und? Also ich bin unter falschem Vorwand gestern zum Pflegeheim gefahren. Und da saß er so allein und hat von alten Zeiten geschwärmt. Und es war so traurig anzusehen, wie er da saß. Aber da war kein Gefühl, da war nichts. Auch wenn er auf dem Papier mein Vater ist, aber da war nichts. Ihr seid meine Familie. Ihr seid alles, was ich will. Und ich habe mit Sicherheit nie versucht, meinen Vater zu töten. Und ich aber auch nicht. Noch Fragen an Günther Hamann? Nein. Dann möchte ich zur letzten Zeugin kommen, die ich für heute vorgesehen habe, zu ihrer Tochter. Sina Lukas, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz, Herr Zeuge. Bleibt unvereidigt. Mama, wie geht's mit aus deiner Kur? Alles wieder gut, Schatz. Schön, dass du da bist. Junger Mann, wer bist du denn? Ich bin Sören. Sören, ich kann ja verstehen, dass du auch jetzt mit deiner Mama weiterreden willst, aber wir sind hier noch nicht so ganz fertig, ja? Alleine sein ist aber doof. Sehe ich auch so. Ich werde meiner Frau Herrcher Bescheid sagen, die ist an sich ganz in Ordnung für ihr Alter. Ich kann ja auch mit ihm rausgehen, wenn das okay ist. Ich habe damit kein Problem. Ich aber. Na komm schon, lass gut sein, Eva. Ausnahmsweise, geh. Danke Ihnen. Sina, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und man es nicht tut, macht man sich strafbar. Lukas ist Ihr Nachname, Sie sind 14, wohnen bei Ihren Eltern in Köln, gehen zur Schule. Welche Klasse? Ich gehe in die 8. Klasse der Leopold-Realschule. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, das heißt, Sie können aussagen, schweigen Sie Ihre Entscheidung. Weiß ich, ich möchte aussagen. Sina, Sie sind an diesem 18. März ja nachmittags nach der Schule wieder im Haus Ihres Großvaters gewesen. Ist an diesem Tag irgendwas anderes gewesen? Anders als sonst? Ja, Mama ist total motzig gewesen und so ein bisschen, ja, komisch. Und bei dem Hals, den sie auf Opa gehabt hat, traue ich ihr sofort zu, dass sie ihm das Zeug in den Tee gekippt hat. Sina! Wie muss ich mir den Hals ihrer Mutter vorstellen? Ich wollte wie immer in der Küche Hausaufgaben machen. Aber da hat sie mich einfach rausgeworfen. Mensch, ich wollte doch einfach, dass du ins Wohnzimmer gehst, an Opas Schreibtisch und deine Hausaufgaben da machst, weil ich einfach dein Rumgenörgel nicht mehr hören wollte. Ja, sorry, aber es war ja wohl fies, dass du einfach meinen Kinobesuch mit Caro gecancelt hast. Ja, das hat auch seinen guten Grund. Wissen Sie noch, warum? Ja, sie war noch sauer auf Caro. Sie hat immer was dagegen, wenn ich was mit Tante Caro machen will. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist eifersüchtig, weil ich mich mit Tante Caro viel besser verstehe als mit ihr. Die behandelt mich wenigstens nicht wie ein Kleinkind. Weshalb denn? Warum haben Sie es ihr dann verboten, wenn das nicht der Grund war? Ja, ich finde einfach, dass so ein 14-jähriges Mädchen, was so leicht beeinflussbar ist wie Sina, halt nichts mit Caro unternehmen sollte. Oh Mann, Mama, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht an dem Joint gezogen habe? Ich bin nicht so doof, wie du immer denkst. Hat Ihre Mutter Sie und die Tante Caro mit Mariana erwischt? Ja, als Caro an ihrem Zimmerfenster ein Joint geraucht hat. Aber ich habe wirklich nicht dran gezogen. Nein, Lukas, das mal dazu, dass Ihre Schwester selbstverständlich keine Drogen mehr konsumiert und dass Sie davon überhaupt nichts mitbekommen. Müsst ihr noch mal fragen, Sie hatten das GHB von Ihrer Schwester, richtig? Nein, verdammt nochmal, jetzt hören Sie doch endlich mal auf. Okay, ich wusste, dass Sie noch Marihuana raucht. Das konnte man in dem ganzen Haus riechen. Aber was Sie sonst noch für Zeug einnimmt, davon habe ich doch keine Ahnung.
für eine Scheiße. Was hast du? Nichts. Die Tante Caro ist nur ein bisschen traurig, Schatz. Nimm doch die Tropfen, wo es einem schnell wieder besser geht. Was? Von welchen Tropfen redest du, Sören? Sina, ich weiß, dass Sie Ihre Tante Caro nicht in Schwierigkeit bringen wollen. Aber es ist wichtig, dass Sie sagen, was Sie wissen. Hat Ihre Tante wirklich ausschließlich Marihuana gehabt oder besitzt sie auch andere Drogen, zum Beispiel GHB? Ja, sie hatte GHB. Also vor der Sache mit Opa jedenfalls. Sie hat mir mal gesagt, was in den Fläschchen drin ist und wie es in etwa wirken soll. Aber ich schwöre, sie hat mir sofort verboten, es auch nur anzufassen. Und ich bin mir sicher, dass sie mit dem, was mit Opa passiert ist, nichts zu tun hat. Frau Richterin, ich glaube, ich habe was ganz Blödes gemacht. Ja, das glaube ich auch. Frau Herrmann, Sie kommen mir genau recht. Sie brauchen nicht zu betonen, wie verantwortungslos es ist, in Gegenwart einer 14-Jährigen zu rauchen oder sonstige Drogen zu konsumieren. Ich möchte Sie noch mal vernehmen. Ja, das war doof, aber da ist was viel Schlimmeres vorgefallen, worüber ich mit Ihnen reden möchte. Dann werde ich die Verhandlung kurz unterbrechen. Sören, du weißt es ja, dass es heute darum geht, dass deine Mutter und dein Großvater sich gestritten haben, als deine Mutter kurz bevor sie zur Kur gefahren ist. Das finde ich doof. Das letzte Mal hat Opa geweint. Das letzte Mal hat er geweint. Wann war das? Bevor Mama in die Kur gefahren ist. Vor der Kur. Hast du dann versucht, deinen Großvater zu trösten? Ja, ich hab Grimassen gemacht, ein Lied gesungen, das hat alles nicht geholfen. Dann habe ich mich an die Tropfen von Tante Caro erinnert, habe mir sie aus dem Schrank genommen. Ich habe gewusst, wo sie stecken. Ich habe an der Tür gelauscht, dann habe ich die ganzen in Opas Tee getan. Mhm. Und dann Papa wollte mit mir nach Hause fahren. Sag mal, wusstest du, was das für Tropfen sind? Ja, ich habe an der Tür gelauscht. Ja, was haben die denn gesagt zu den Tropfen? Was machen denn diese Tropfen? Dann geht's Erwachsenen schnell wieder besser. Ach, das war der Grund. Und du hast gelauscht an der Tür, deshalb hast du gewusst, wo diese Tropfen waren. Mhm. Dann kannst du jetzt wieder zu deiner Schwester gehen und wartest mit ihr draußen, ja? Deine Mama kommt auch gleich aus der Kur zurück. Wenn man so beweglich ist, kann man auch auf die Art und Weise meinen Gerichtssaal verlassen. Werde ich demnächst auch mal ausprobieren, aber es wird noch ein Weilchen dauern. So, bevor wir weitermachen, verlasst ihr beide erstmal den Raum. Eva, es tut mir alles so unheimlich leid. Ich schwöre, sowas wird nie wieder vorkommen. Ich werde mich ändern. Wir werden sehen. Das werden wir schon schaffen. Noch Fragen? Nein, danke schön. Der ist eh schon weg, fällt mir gerade ein. Unter 60 CV1 unvereidigt. Werden Anträge gestellt? Nein, keiner. Wie sieht die Beweisaufnahme aus? Staatsanwalt Römer. Hochgericht Frau Herrmann, ich glaube, ich muss bei Ihnen mal vorbeischauen und mal gucken, was da noch an Rauschgiften in Ihrem Zimmer auftaucht. Das gibt ein paar Verfahren, da können Sie sich ja schon mal drauf einstellen. Finde ich erstaunlich, dass Sie nichts dazugelernt haben. Die Angeklagte, Frau Vorsitzende, ist frei zu sprechen. Ich bedauere, dass Sie hier zu Unschuld sitzen müssen und ich weiß gar nicht, was für Sie schlimmer war, dass Sie hier im Gerichtssaal gesessen haben und dass wir möglicherweise davon ausgingen, dass Sie diesen Mordversuch gemacht haben oder dass Ihr Vater von ihrer Schuld überzeugt war, denn so kam es rüber. Sie ist freizusprechen, der Haftbefehl ist aufzuheben und sie ist für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende. Herr Staatsanwalt hat sehr versöhnliche Worte angeschlagen, die auch vollkommen zutreffend sind. Das ist richtig. Insofern schließe ich mich voll den Anträgen an. Und ich glaube, nach der Verhandlung haben sich einige Menschen noch bei Ihnen zu entschuldigen, Frau Herrmann. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Höch. Wollen Sie einen Antrag stellen, Herr Herrmann? Nein, ich möchte mich nur bei meiner Tochter entschuldigen. Eva, ich weiß nicht, ob du mir das irgendwann verzeihen kannst. Irgendwann. Das war einfach hart. Lass mir einfach was Zeit. Ich möchte jetzt einfach nur nach Hause. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Für die Zeit der Untersuchungshaft ist die Angeklagte aus der Staatskasse zu entschädigen und die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Haftbefehl wird aufgehoben mit Entlassungsersuchen zurück. Frau Lukas, das war in der Tat keine leichte Verhandlung für Sie, denn Sie wussten ja, dass Sie es nicht getan haben. Ich war mir sehr unsicher in diesem Fall.
Es ist unendlich problematisch, jemanden zu pflegen, ist das eine. Und wenn man dann damit, und das richtet sich an Sie zwei da hinten außen, die Geschwister, damit alleine gelassen wird, weil die eine sich in Thailand per Rucksack amüsieren muss und der andere sie jetzt auch noch mal vorgibt, dass er zur Mama natürlich ein gutes Verhältnis gehabt hat, aber zum Papa nicht, ja? Dann ist das eine wunderbare Geschichte, sich aus dieser ganzen Sache herauszuschieben. Und es ist wirklich sehr anstrengend, Herr Hahn. Man seine Eltern zu pflegen. Nicht, weil man es nicht will, aber auch manchmal und auch hier wird man schon ein bisschen ungerecht und störrisch. Ob nun zu Recht oder ungerecht oder weil man gerade Schmerzen hat oder wie auch immer. Und man beschwert sich, wenn der Tee 5 Minuten zu spät serviert wird. Das geht nun auch nicht. Und dass einem dann irgendwann einmal der Kragen platzt und wenn man damit auch noch unschuldig konfrontiert wird, zu sagen, Herrgott noch mal, am besten du wärst tot, macht man nicht. Man sollte sich diesbezüglich wirklich beherrschen. Aber es kann mal rausrutschen. Nur alles Weitere ist es dann in diese Richtung gewesen. Und es ist echt unverantwortlich, so ein Zeug zu haben und damit ja letztlich anzugeben vor der 14-Jährigen, die ja die große Tante so toll bewundert, weil die Drogen hat. Naja, nun selber genommen habe ich es nicht. Aber sie können es doch gar nicht kontrollieren. Und dass das jetzt nun der Kleine an der Tür zufälligerweise gehört hat, Kinder sind einfach neugierig, die Gefahr ist doch riesengroß. Das hätte das Kind auch nehmen können. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision. Es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen.